So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mir einen Charakter erstellt. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Zeit gebraucht, um irgendwie mal einen Namen herauszufinden. Ich bin bei Alpharin geblieben. Ich habe nur Alpharinius genommen. Das hat am schnellsten angedauert. Wir sind jetzt hier in dem Spiel. Irgendwo rufen draußen meine Mitmenschen. So, WASD ist laufen, wie immer. Leertaste ist hüpfen. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ich heiße Lyris. Hey! Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Danke. Das. Das werden wir. Ja. Ich bleibe mir erstmal drinnen. Wir gucken uns mal ganz kurz hier um. Sorry. Entschuldigung. Hier war mein Essen. Mein Schlafgemach. Jetzt nichts anderes hier. Feuerstelle. Also, man kann einmal Ego-Perspektive oder auch. So, sehe ich denn aus hier? Was geht? Hä? Das ist annehmbar. Ja. Dann gucken wir doch mal hin. Ein bisschen hin und her. Ja, ich glaube. Er ist verhungert. Oh, eine Hand. Also hier kann man leider nichts mitnehmen oder irgendwas hier. Gut. Gucken wir mal aus der Tür, weil die Frau hat uns ja geholfen. Das ging leicht. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Heute eine Waffe. So, hier gibt es nichts. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich bin gleich bei dir. Ich suche nur schnell hier irgendwie. Ja. Ist ja echt der Hit hier. Ja. Jetzt lebt er nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal zu ihr und gucken mal, was sie so berichten hat hier. Ein Schwert. Nehmen wir. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Alles klar, ich bin immer auf der Hut. Ja. Leg dich nieder. Bleibt in Bewegung. Es sind noch mehr Daedra auf dem Weg hierher. Bleiben wir in Bewegung. Okay. Bleiben wir schon in Bewegung. Also ich werde mal gucken, wie ich spielen tue. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Lass uns gehen. Ach so. Okay. Lass uns rennen. Ja. Was machst du denn hier? Ah, ich kann mich gar nicht bewegen gerade. Verschwinden wir von hier. Der Prophet. Seid gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten.
Einen Moment. Kommt her. Wir müssen reden. Wieso bin ich denn so klein? Das ist übel. Dass ich so klein bin, das ist ja... Ja. Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Lebt wohl. Ja, kein Ding. Lass mich raus. Gut, auf Wiedersehen. Nein. Wobei soll ich helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ja, wo sollen wir hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind denn diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie kann man sowas vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe keine Ahnung, na. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. So. Wer ist dieser Prophet? Was ist das hier für ein Ort? Und wo bin ich? Wir fragen erstmal, was ist für ein Ort? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Das ist... Ja. Das ist eine direkte Aussage, ne? Also so sieht das nach dem Tod aus. Klasse. Aber wie können wir dann dieses Unterhalten führen? Ich weiß es nicht. Das ist eine Sobald Frage. Wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Ich bin tot? Nein. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Das ist eine gute Frage, ne? Wer ist dieser Prophet? Wie können wir den Propheten retten? Genau. Ein Mann namens Mani Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch einen Seelenberaubten. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Seid ihr auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Okay, wer ist dann dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Na gut. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern... Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Na gut, dann... Lebt wohl. Wir sollten weitergehen. Gibt's hier irgendwas mitzunehmen? Oh, guck mal hier. Ein Sack. Irrsinn. Nehme ich gerne. Was? Alter Schwede, was hast du hier? Nehmen wir alles mal mit. Boah, Alter. Ich glaube, das tut ein bisschen weh.
Oh, hier ist auch so. Der ist näher. Irgendwas nehmen hier. Warte, gute Frau, warte, ich bin gleich bei dir. Ich nehme erstmal alles mit, was man hier so kriegen kann. Was ist hier los? Würmer! Ja, nehmen wir mit, die Würmer. Alter Schwede. Der Käfig ist leer. Wir nehmen alles. Immer alles mitnehmen. Das ist so leider meine. Ja. Soll ich nicht irgendwie helfen hier aus? Nee. Ich kann auch nicht helfen. So. Alter! Doch, du bist ja. Ach, du bist ja hier. Du gehörst ja gar nicht dazu hier. Alter, ich kämpfe so mal. Ja, ne? Danke. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Okay. Wir haben noch Charakter. Wir können. Attribute können wir packen. Wo haben wir denn unsere Attribute? Wo sind die? Ach, hier. Einen Punkt haben wir. Marika, Leben, Ausdauer. Oh, ein Titel, aber kein Titel? Nö. Wir warten noch mit dem Punkt vergeben. Wir versuchen uns erstmal hier rauszukämpfen. Einfach dahingeschmissen. Krabben. Krabben nehme ich gerne mit. Was ist hier? Schädel. Ah, hier kann man ja eine ganze Menge mitnehmen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Hier kann man die Brötchen backen. Hallo, Brötchen? Nee, doch nicht. Okay. So, was haben wir hier? Eigentlich immer das gleiche, was ich so drin habe. Kann man nicht hier einfach rausgehen? Naja, gehen wir weiter, ne? Wie klagende Kerker. Na. Der Gott der Intrigen kann jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Thomas zeigt euch die Richtung. Okay. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen von ihnen vernichten, sind auch die anderen eine Zeit lang geblendet. Na, das hört sich relativ easy an, ne? M ist die Karte. Ja, hier sind also die Wächter. Okay. So, gut. Mit. Kann
ja so viel mitnehmen, das ist ja übel. Nein, nicht reden. Die Wächter sind untereinander. Ja. Ah, das ist ja Wahnsinn, was du hier alles mitnehmen kannst. Nein, nicht. Aha. Die Wächter sind untereinander. Hier steht auch noch drauf. Jasmin. Andere Spiele gewesen? Nein, nicht schon wieder reden. Nein. Die Wächter sind Nein. untereinander verbunden. Ach, das sind tatsächlich andere Spieler hier. Oh. Was willst du denn jetzt hier? Wie war noch gleich euer Name? Zielübung? Muss man ein Pet mitnehmen? Okay. Das sind Spieler hier drinnen. Na, ah, wusste ich jetzt gerade nicht. Hier liegt jemand. Guck mal. Schubs. Nee, doch nicht. So. Wir müssen hier einen Wächter ausschalten. Den Wächter hier? Oh, danke. Nicht ein Kalthafenwächter. Ja, war das denn nicht schon ein Kalthafenwächter? Die Wächter sind untereinander verbunden. War doch ein Kalthafenwächter? Ist doch hier einer, nicht? Dann gucken wir mal drüben nach. Ah, wir nehmen alles mit. Ewigen Horker. Die Wächter sind untereinander verbunden. Mhm. Wenn wir einen von ihnen vernichten sind. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ach nein, ich will reden. Die Wächter sind untereinander. Weg hier. So. Nicht in einen Kalthafen. Weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man uns wieder einfängt. Ich halte Wache. Hey. Okay. Ah, okay. Ah, das ist der Wächter.
So. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Na okay. Welche ist das? Welche Zelle ist da jetzt gemeint? Ist die jetzt hier oder ist die... Nein, das wird ja nicht der Prophet sein. Dann wird er bestimmt auf der anderen Seite sein. Dann rennen wir mal hinunter. Hoppa! Ah, hier ist die Zelle. Hey. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Na okay. Wenn er hier wohnt. Okay. Also oben ist so leicht der Kompass, wo man sagt, da wo die Nadel ist. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Auch nicht schlecht. Na gut, fangen wir den mal, den Verrückten hier. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Hast du einen Schlüssel? Oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Na dann, wie kommen wir denn da rein? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist denn dann der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke, dass ihr mich. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Boah. Erzähl mir was. Da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebäse von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Das ist cool. Wie lange seid ihr denn schon hier? Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen dazu mir auf.
denke ich. Nimbus? Nimbus. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheoborats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Mal schauen. Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jarre haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Das ist wahr. Das glaube ich dir. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Also ich meine, wenn man tot ist, Darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Toyota. Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Das ist wahr. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche. Oh, schon recht lange. Ah, Lyris. Dieses Mädel. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen. Dann sage ich auf Wiedersehen. Singt mal weiter. Well hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Ist es leer? Nee, das ist nichts. Oh. Rotweinbier. Rotweizenbier. So, nehmen wir das doch mal. Alles steht, was mir als mit ihm kann. Du, das ist ja wahnsinnig. Danke für das Brot. Ich hier irgendwas von? Hey, nix möchte du. Eine Minze. Ja, da bist du ja echt hier am Suchen, du bist wie so weg. Was? Bleib mal ganz ruhig, Kollege. Was habt ihr denn hier? Krass, wie die aussehen, die Idioten. Hier ist nichts mehr drin. Ja. Schlägst du denn um hier? Ein Pinsgott. Da waren wir, auch gut. Ja. Gerste. Hier entlang. Das scheint wirklich, dass sie schon so lange hier sind. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Aua, okay, haben wir noch Zeit laufen hier. Na, das ging mal leicht. So. Dann nehme ich mal dann. Es ist, ich muss persönlich sagen, es ist ein bisschen verwirrend, wenn man plötzlich so Spieler mit hier sieht, die hier mit rumrennen. Es ist verwirrend. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die jetzt hier. Ach Gott.
Ja. Such nach der Zelle des Propheten. Was hast du denn? Wer hat dem denn beigebracht, so zu kämpfen? Der Gott der Selbstbestrafung? Na dann komm mal her hier. Ja, ist doch schon ja hier. Da ist auch schon wieder einer. Ja. Das hätte ein fairer Kampf werden können, wenn es drei von euch gewesen wären. Das ist der falsche, eindeutig. Kann man denn eigentlich Inventar? Kann man sich denn eigentlich eine neue Waffe nehmen? Inventar. Ja, schließen. Ich glaube, es ist das Schwert, ja, wenn ich jetzt sagen tue. Zweihänder-Schwert. Schaden 1119. 1200. Ah, einfach Doppelklick und dann ist das ausgerüstet. Was haben wir noch hier? Dietrich haben wir hier. Haben wir. Kohleder. Theoretisch könnte man eigentlich hier Würmer. Also eigentlich, man sieht also im Metapher sind nur 60. Ne? Waffen. Machen wir jetzt drei Stück hier. Ausrüstung. Wir könnten uns ja eigentlich ein bisschen was anziehen. Ja? Schauen wir mal. Was ist das Ding? Helm gefällt mir nicht. Okay, also mit Doppelkrieg einfach nimmt man die Sachen wieder weg. Okay. So. Ein Gürtel, was haben wir denn an hier? Haben wir das an? Rohleder, 780. Eisengürtel. So. Lesen. Jetzt versuchen wir doch das mal mit der Axt mal. Ach, da liegt was. Wir nehmen trotzdem alles mit. Wow, ich bin ja. Hände des Propheten. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein.
Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Super. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Gibt es keinen anderen Weg? Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Das ist traurig. Na gut, wenn ihr bereit seid. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Na gut, dann lebt wohl. Was machst du denn da für ein Mätzchen hier? Ach, da ist ja jemand hier. Ich dachte, du gehörst dazu. Bist du erstmal weg? Ah, das hier. Aktivieren. Aktivieren. Gemacht, Mensch. Freiheit. Ich erinnere mich an das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Molag Bal seinen Willen bekommt. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser, ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, dann bleibt mal dicht bei mir. Dann schaffen wir das. Die Stufen hinauf, schnell! Wir müssen zum Ankerplatz. Ja, dann komm mal mit hier, Opa. Wenn du mitrennen kannst, geht dich nichts zu. Mach's gut, Go. Wir werden uns irgendwann wiedersehen. So, dann sind wir durch. Oh, das wird schnell. Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker.
das Kind? Der Sterbliche meint, sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Kommt, ich werde euch beschützen. Das hoffe ich mal. Gottes Willen. Hey, einen Stoß geben wir? Hey, nichts mehr hier, hä? Ist das hier? Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lokhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Okay, dann bin ich bereit dafür. Scherbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit euren Segen. Warte ganz kurz. Warte. Ich hab nur... Oh, eine Truhe. Warte, Opa, warte. Voll leer. Ganz kleiner Augenblick, Opa. Ganz kleiner Augenblick. Ja, super. Was will denn der mit Rocken hier? Will der ein Brot backen? Ah, oh, Gottes Willen. Alter, schwede jetzt so tief ab hier. Ja, dann nehmen wir das Ding. Dann nehmen wir mal. Ein richtiger Mensch wieder. Erhöre meine Stimme, Akatosh, Rachengott der Zeit. Ich brauche, öffne das Portal. Lass diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Lass Molag Bal nicht seinen Willen. Boah, so hell. Verneinung, wir müssen jetzt gehen. Na gut. Ui. Abgeschlossen. Ja, das ist wohl etwa dieses Tutorial, würde ich jetzt mal so behaupten. Ist aber echt sehr nice, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt bis jetzt. Das erstmal, ich finde es schon mal sehr nice. Und mal gucken, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Der Seelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Ist der unsichtbar, der Kerl? Okay. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt der Industrie, wo die Leute unter dem Mantel von Andeutungen und Schmeicheleien Ränke und Intrigen schmieden. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Okay. Wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat.
Was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Okay. Dann Quest abschließen. Seid auf der Hut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich nun gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen können? Wem sollte ich mich anschließen? Ja, wir fragen erstmal das hier. In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben. Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bahls entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mit ihrer... Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustemmen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Okay. Wir müssen uns diesen... Okay, dann lebt wohl. So, dann sind wir jetzt hier drin. Stehen denn? Nein, ich stehe doch nicht hier. Geh mal stehlen. Ach, wir sind auf dem Schiff, sind wir. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, ja? Was wir hier machen werden. Wie sieht's denn da aus hier? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, genau, das machen wir. Wir machen hier jetzt ein Folgenpäuschen. Die Videos sind jetzt auf einem anderen Channel, beziehungsweise ein MMO-Channel. Und hier denke ich mal, dass ich die Folgen auf etwa eine Stunde setzen werde. Die kann man dann gechillt einfach mal anschauen, wenn man möchte, wenn man Zeit hat. Und ja, ich denke mal, das wird so hinhauen. Dann gucken wir beim nächsten Mal nach, wer uns gerettet hat. Wir sind ja so wie es aussieht immer noch auf dem Schiff. Da bin ich mal gespannt, wie das draußen aussieht. Da hängt meine Unterhosen. Und was gehört hier denn? Ja. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß, Freunde. Und ja, bis dann, euer Black Moon. Tschüssi.